Hey Leute, heute gibt es einen kompletten Tag lang Tiroler Küche. Von Spinatknödeln, Käsespatzen bis zu selbstgemachten Kaiserschmarrn. Viel Spaß bei diesem Video. Es wird wie immer sehr, sehr lecker. Es geht auch krieg. Hallo. Na, das ist meine Omi. Die kocht heute ganz original Tiroler Küche für uns. Jetzt gibt es erstmal einen Sekt für die Aufregung. Cheers, Oma! Und die Oma kocht uns heute Kaiserschmarrn, Spinatknödel und Karsspatzen, sagt man. Karsspatzen. Ich habe schon wieder Hunger und wir freuen uns auf einen leckeren Tiroler Tag. Als erstes formen wir jetzt die Spinatknödel. Die Oma hat schon alles vorbereitet. Das ist aus Semmelknödel. Alte Semmel, oder? Semmelknödel und Spinat. Das ist mega wichtig, dass es alte Brötchen sind. Ja, unbedingt, sonst wird es matsch. Okay. Frischer Spinat, der schmeckt besser als der gefrorene. Ja. Macht ein bisschen mehr Arbeit, aber... Ja. Okay, dann formen wir jetzt als erstes. Das sind jetzt unsere Spinatknödel, schon vorgeformt. Und die werden jetzt einfach nur in kochendem Wasser gekocht, ne? Wasser, ja. Wie lange? 15 Minuten, bis sie aufsteigen. Okay, das sind die Tricks. Und da ist jetzt auch noch kein Käse, nichts drin, ne? Das kommt dann am Ende nur Butter und Parmesan drüber. Doch zu viel. Butter nicht vergessen. Damit schmeckt alles 10% besser, mindestens, oder? Ja. Sieht aber gut aus. Gut abtropfen lassen. Der erste Gang: Spinatknödel mit Butter und Parmesan. Original Tiroler Art, oder? Genau, ja. Okay, Taste Test, Oma. Und den schneidet man nicht. Ah, man reißt die. Erster Fehler. Okay, das heißt, wie reißt man sie? Also so. Weil man oft Soße dazu isst und dann nimmt die Soße besser auf. Also dann jetzt schön in die Butter tunken, sozusagen. Ja. Die sind so cremig. Man schmeckt halt richtig die Butter raus und richtig den Spinat. Es ist ja fast schon mehr Spinat als Brötchen, oder? Ja. Kann man sagen, ja. Die sind halt richtig, richtig zart. Liegt es auch am Spinat, dass die so zart sind? Natürlich. Und die Kombination aber mit dem kräftigen Geschmack vom Parmesan passt halt auch richtig gut, weil eigentlich der Knödel an sich, klar, der ist gut gewürzt, aber ich meine, Spinat hat jetzt nicht so einen extremen Eigengeschmack. Und die Oma hat gesagt, es zeichnet aus, dass man keine Zähne für den Knödel braucht. Also so soft muss er sein. Schon sehr, sehr gut gelungen. Ein guter Start für diesen Tag. Schon sagen, sehr, sehr lecker. Sehr fettig, sehr weich, sehr butterig. 12 Sekunden später. Als nächstes machen wir jetzt die Spätzle. Dafür hat die Oma schon den Teig vorbereitet. Der ist einfach aus Mehl, Eiern und Salz. Du hast ihn einfach nur gerührt, ne? Mit der Hand. Und der wird jetzt einfach auf dem Sieb so rübergeschabt. Ins kochende Wasser. Ja. Der ist schon sehr zäh, der Teig, ne? Ja, muss er. Wenn sie oben sind, sind sie gar. Haben wir die Spätzle abgegossen, kurz abgeschreckt. Wirklich, die haben nur 4-5 Minuten gebraucht, bis die oben geschwommen haben. Die Auflaufform wird mit Butter ausgerieben, Käse reingerieben. Jetzt haben wir Käsespätzle, die wurden gebacken. Oben drüber gedünstete, gebratene Zwiebeln, ganz kleine, in ganz viel Butter ausgebraten. Und die Spätzle wurden nur bei geringer Hitze im Ofen gebacken, sodass die Masse mit dem Käse und der Butter eins wird, aber eben nicht überbacken, also nicht kross wird. Probieren wir jetzt mit Bergkäse, Tiroler Bergkäse, ne? Mhm. Mmh, schmeckt aber gut. Mhm. Okay. Und schmeckt einfach nur nach Käse, Butter, Spätzle und Zwiebeln. Ja. So, einfach nur das. Und man schmeckt halt richtig, dass die Spätzle selber gemacht sind. Aber es sind so festere Spätzle von der Konsistenz her. Und es ist auch nicht so irgendwie sahnig, sondern es ist einfach nur Spätzle mit Käse. Und sonst wird es hier matsch geben. Aber sie haben oben drauf schon ein bisschen kross oben, die letzte Käseschicht, ne? Nicht eine richtige Kruste, sondern so ein bisschen kross. Und ich mag das, dass diese Spätzle so bissfest sind. Ich merke einfach richtig selbst gemacht.
Eine Ewigkeit später. Als drittes machen wir jetzt Kaiserschmarrn, wieder original Tiroler Art, mit Rosinen und Apfelmus. Der muss jetzt noch einen Moment im Kühlschrank gehen und dann braten wir ihn aus. Einfach ganz normaler Pfannkuchenteig. Der Eischnee wird schön untergehoben, dann in der Pfanne ausgebacken, dann einmal gewendet und dann zerrupft. Genau. Das ist eigentlich das ganze Rezept, ne? Ja. Ja. Und was noch wichtig ist, die Rosinen vorher einweichen. Ja. Dass die so ein bisschen weicher sind und eben nicht, dass man so auf sowas Festes drauf beißt. Und dazu eine schöne Schale hausgemachtes Apfelmus. Schön Apfelmus. Ich mag auch Apfelmus so gerne. Ich mag auch Rosinen. Das ist auch so, entweder man mag Rosinen oder man mag sie nicht. Das ist einfach eine königliche Kombi. Apfelmus, Rosinen mit Kaiserschmarrn und Puderzucker. So lecker. Der Kaiserschmarrn ist richtig schön in Butterschmalz ausgebacken. Das heißt, er hat so eine richtig schöne, krosse Kruste innen drin. Richtig fluffig durch das Eiweiß. Sehr, sehr lecker. Sehr gelungen, Oma. Danke. Was hat dir am besten geschmeckt, Oma? Mir haben am besten geschmeckt die Apfelmus. Die waren so fluffig, aber das ist halt das perfekte Dessert. Ihr Lieben, das war ein super leckerer Tag. Mega schön hier bei meiner Oma. Die hat wunderbar für uns gekocht. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Video. Uns hat es mega viel Spaß gemacht. Wir hatten richtig leckeres Essen. Also bis zum nächsten Video.